Jo Leute, und damit willkommen zu Assassin's Creed Mirage. Ja, es ist soweit, nach fast einem Jahr oder nach einem Jahr, nachdem ich Valhalla eigentlich sozusagen beendet habe, nicht komplett gemacht habe, das DLC, vielleicht irgendwann mal, aber ja, jetzt ist der neue Teil da, Mirage, der zu seinen alten Wurzeln führen soll. Und ja, gucken wir mal, ne? Natürlich, was standardmäßig wieder ist, Animus Pack. Dann, okay, haben die nochmal aktualisiert zwischendurch? Weil ich habe ja Einstellungen gemacht, so standardmäßig. Und da war das hier noch nicht drin. Gut, die ist halt standardmäßig Connect. Habe ich halt alle rausgeholt wieder. Das habe ich. Dann hast du über Connect. Dieses Gelb ist zu, irgendwie zu grell, kann das sein? Mal gucken, vielleicht kann man das nochmal einstellen irgendwie. Du hast hier auch noch die Spielreihe. Was halt geil ist. Was man halt auch im Vorspann eben gesehen hat. Was da alles drin war. Hier hast du nochmal die ganzen Teile. Syndicate, eins meiner Lieblingsteile. Vor allem das Jack the Ripper DLC. Dann kommt das. Erst war das auf Platz 1, erst ist das auf 1. Sorry. Dann die Ezio-Reihe. Ja. Valhalla kommt danach. Gut, dann Altair. Verkleidung als Basim. Ezio Verkleidung Revelation. Ja. Gin-Paket. Diesmal war das. Vorher musstest du dir doch die Coins holen. Jetzt kannst du direkt Geld ausgeben. Kartenpaket. Meisterattentäterpaket. Deluxe-Paket. Installiert. Ach ja, ich habe mir übrigens die Collectors bestellt gehabt. Ja, dementsprechend habe ich schon wieder ein bisschen mehr. Ich schaue einmal ganz kurz nach. Wir starten gleich rein. Ups, wollte ich nicht. Ich wollte... schalte den klassischen Farbfilter von ein oder aus. Okay. Das habe ich beim Einstellen gar nicht gesehen gehabt. Moment. Sorry. Ich habe alles auf sehr hoch. Es sollte laufen. Es hat halt keine Rahmenauslastung, nicht wirklich. Es kann auch sein, dass ich zwischendurch ein bisschen runterstellen muss. Ich weiß das nicht. Schärfentiefe und Bewegungsschärfe sowie immer aus, weil ich sowas gar nicht ab kann. Ich habe ab ein Sampling mal einfach mit angemacht. Weil wenn man das nutzen kann, dann sollte das man auch. Wo haben wir das denn? Irgendwo hat man noch extra Einstellung. Ich bin bestimmt schon dran vorbei, ne? Ein Sichtfeld, das ist das, das ist das. Das war das. Die Geschwindigkeit, passive Geschwindigkeit beim Gehen an. Mausempfindlichkeit, Zielempfindlichkeit. Ich weiß nicht, ob man meinen Controller hört. Irgendwo konntest du den Kontrast noch einstellen. Man hat vor allem so viel zum Einstellen gehabt. Deswegen... Was ich ja gemacht habe, ich muss heute eigentlich arbeiten. Um 6 Uhr. Ich habe vorgepennt und noch zum Start einfach mal angemacht. ja. Achso, hier. Vielleicht... Nee. Kontrast 100, nee. Das ist das nicht. Vielleicht... Okay, in der Aufnahme seht ihr das kaum, ne? Dann müsste ich hier raufstellen, dann würdet ihr das mehr sehen. So. Okay. Uiuiui. Ich kann auch so lassen. Ich muss mal ganz kurz was gucken.
Gut, ihr könnt das lesen. Bei mir ist das ein bisschen zu hell, aber egal. Kann auch am Bildschirm liegen. One Republic Public und naja, watch this video. Klar. Öffne mal Browser. Nein. Stopp. Kleinen Moment. Natürlich. Ich weiß nicht, ob das geclaimed wird. Deswegen lasse ich das mal lieber. Kaum öffne ich den Browser, habe ich voll die Auslastung. Naja, das war normal. Also so viel, wie ich öffne. Gut, dann würde ich sagen, rein da. Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleite zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Ruhig, Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Jo, dann wollen wir mal. Zusatzinhalte freigeschaltet. Die Quest, die 40er Räuber, bla bla bla. Gut, dass es so schnell weg ist. Zusatzinhalte frei. Deluxe-Paket wird zu deinem Inventar hinzugefügt. Blablabla. Gut, dass alles so schnell weg ist. Was haben wir denn hier? Basim, Meisterdieb von Al.
am Bar. Verlasse das Versteck. Codex. Natürlich wieder. Warum? Hatte ich das nicht umgestellt? Moment. Ich muss noch mal ganz kurz was gucken. Weil es läuft halt wirklich sehr gut. Na gut, zu Valhalla hatte ich halt auch nicht meine 4070 Ti, ne? Da hatte ich noch meine 1050 Ti. Meine GTX, nicht meine RTX. War das hier irgendwo? Ich muss mal ganz kurz gucken. Sorry. Aber ihr wisst ja, das ist ganz normal beim Anfang. Also am Anfang. Das war das. Da war das doch. Ups. Genau, weil hier kannst du seit neuestem das nämlich einstellen. Ist das vielleicht deswegen so hell im Shop? Das kann halt sein. Moment. Natürlich. Dann lasse ich mal lieber die Einstellung, oder? Sieht doch schon gleich besser aus. Ja, ist ja gut. Hetz mich doch nicht so. Ich habe doch gerade erst angefangen. Basim überlebte seine Kindheit durch Schlauheit und das, was andere wegwarfen. Tagsüber leerte er mit seiner Freundin Nihal den Leuten die Taschen. Des Nachts quälten einen furchterregenden Djinn den Schlaf des jungen Straßendiebs. Ehrgeizig und von den Wunsch getrieben, der Gerechtigkeit zu dienen, sehnte sich Basim danach, ein Verborgener zu werden. Je näher er jedoch seinen Traum kam, desto näher kam auch sein Nachtmahr. Der Djinn. Solange er zurückdenken konnte. Sorry. Solange er zurückdenken konnte, wurde Basim in seinen Träumen von lieben, furchterregenden Djinn heimgesucht. Schon seit seiner Kindheit fürchtete er sich vor dessen nächtlichen Erscheinung und wachte stets bewegungsunfähig und hilflos vor Angst kurz vor dem Moment auf, in dem der Djinn ihn verschlingen würde. Basim fürchtete, dass das Wesen sich eines Tages aus seinen Träumen befreien würde und sehnte sich danach, ihn endgültig auszutreiben. Nihal. Unabhängig, einfallsreich und von allem, von allen alten Dingen fasziniert war Nihal schon so lange an Basims Seite, wie sie sich beide erinnern konnten. Sie war seine ihn immer beschützende Verbündete und stand ihm im Kampf mit den Djinn bei, von dem sie Basim befreit sehen wollte. Ihr enges Verhältnis wurde durch dessen Wunsch, sich dem Verborgenen anzuschließen, auf eine harte Probe gestellt. Ich sollte nicht immer so bei sowas echt, nachdem ich eine halbe Stunde wach bin oder so, dann starten. Du schuldest niemand etwas, außer dir selbst. Er spricht nie viel, doch hinterlässt Spuren. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Okay. Na klar, Tutorial, wie immer. Geschichte Bagdads. Gut, dann wollen wir einfach mal, ne? Was haben wir hier? Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Du sagtest, wir hätten einen Auftrag. Erledigen wir ihn. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Ja, warte, ich bin aber neugierig. Was haben wir denn hier alles noch? Es braucht nur wenige schlichte Werkzeuge, um die größte Moschee zu bauen. Ich hoffe, deine Weisheit begleitet mich weiter, Vater. Wo auch immer du sein magst. Was haben wir hier? Billiger Schmuck und angelaufene Münzen. Die Schätze eines Gaunerlebens. Okay. Die Stimmen sind cool. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese Aufträge.
Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Du setzt dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Al-Anbar, Provinz Bagdad, 861 UZ. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Und Parkour laufen wieder. Yay. Das hat so ein bisschen gefehlt, finde ich. Hussi. Da. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Erstmal wieder darauf klarkommen. Aber ist ja normal. Ups. Das war ein bisschen zu niedrig gesprungen. Okay, wir kriegen halt wieder eine Einführung, wie das funktioniert. Also wie immer zu Anfang, ne? Kennt man ja. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein. Ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Also wieder zum Clown. Oh. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Ach, guck mal, Adlauge. Und jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Du kannst Adlerauge aktiv lassen diesmal, okay? Das ging vorher nicht. Dieser eitle Gockel da. Er muss etwas von Wert dabei haben. Ah, sei gegrüßt, Basim. Taschendiebstahl. Setzten das Adlerauge ein, um Beute zu finden, welche Kostbarkeiten enthalten. Drücke in der Nähe Y, um einen Taschendiebstahl durchzuführen. Drücke im richtigen Moment erneut Y, um den Diebstahl erfolgreich abzuschließen, ohne erwischt zu werden. Okay. Weg von mir! Was könnte es Wichtigeres geben? Ein Dieb! Komm her! Hilfe! Hilfe! Völlig verkackt. Und? Dort drüben an dem Stand. Sie hat auch Geld. Voll verkackt. Voll verkackt am Anfang. Ich muss mal ganz kurz warten. Wow. Jetzt aber. Gut gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El-Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sicher schon. Triff dich mit Darwish.
Moment. Redcut. Müssen dahin. Kann man wieder markieren irgendwie? Legenden. Ah ja. Okay, das war wieder das. Aha. Geht so normal nicht. Tschüss. Wieder hoch. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Im kletter ich ja auch. Nee, lass mal. Autsch. Habe ich gerade Schaden genommen? Ich muss echt wieder klarkommen mit den Klettern, ne? Okay. Dann wollen wir mal dahin. Habe ich den ersten... Klar habe ich den ersten Diebstahl verkackt. Natürlich. Moment. Geht er außer Puste oder was? Hat sich mal nicht so angehört eben. Da. Ahlan, heißt Kassel. Sei gegrüßt. Ahlan. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Schön. Mit Sicherheit großspurige. Hast du was Gutes gestohlen? Hallo, Bassem. Komm her, na komm. Amin, wie geht es deinem Knie? Viel besser. Hab's eingewickelt und ein paar Tage geschont, wie du sagtest. Gut. Solange es dir jeden Tag ein bisschen besser geht und du dich nicht überanstrengst, wird es gut verheilen. Ist dir das auch schon mal passiert? Weißt du deshalb, wie man es behandelt? Ich kenne Kratzer und Beulen nur zu gut, habe aber gelernt, sie zu vermeiden. Das solltest du auch. Wenn ich darf, deine Sandalen sind abgewetzt und geben dir keinen Halt. Deine Knie müssen jede Bewegung stützen. Wir müssen etwas Besseres für dich finden. Etwas, das passt. Aber das ist gar nicht so leicht. Bei Moscheen gibt es Schuhwerk. Da finde ich sicher ein besseres Paar, wenn du mich dafür nicht verurteilst. Ha, mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah, Sadiki. Okay. Mal gucken, mit wem kann man hier denn noch sprechen? Da haben wir noch die Sachen. Ich schaue einmal noch mal kurz rum, bevor wir wirklich weitermachen, ne? Also. Machen wir mal alles mitnehmen, was hier drin ist. Natürlich. Aber ist ja nur Essen, so wie immer. Du hattest auch noch was. Fahmi! Bassem! Der Kalif ist gerade mit seinem Hofstaat angekommen. Hast du sie gesehen? Habe ich nicht. Aber dafür einige seiner Händler auf dem Marktplatz. Ich war ganz nah dran. El Mutawakkil ist viel, viel größer, als ich gedacht hatte. Ein wirklich riesiger Mann. Kein Wunder. Er schlägt sich den Bauch voll mit Speisen und Gewürzen, die wir, wenn wir Glück haben, einmal im Leben kosten können. Ich hörte Gerüchte über einen wichtigen Besuch, aber ich kann nicht sagen, von wem. Ich habe Geheimhaltung geschworen. Lass mich raten. Von Halla, der Tochter des Palastwächters. Was? Woher wusstest du das? Ich weiß, wo du wirklich hingehst, wenn du sagst, dass du Wasser holst. Sie ist gütig. Dir eine gute Freundin. Und eines Tages vielleicht mehr. Ah, was? Ich meine es ernst. Sie wird dich von Ärger fernhalten. Das würde dir gut tun. Bis dann, Fahmi. Okay. Natürlich. Sieh an, da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment. Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geht zu Seida. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie.
Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Wie überheblich er zu Anfang ist, ne? Hatten die Schwerter und Speere? Unter uns Sammlern, Davies Sadiki. Oh, wie die größte Schönheit hinter einer unsichtbaren Fassade verborgen sein kann. Unbezahlbare Edelsteine verstecken sich hinter dem einfachsten Stein oder der bescheidenste Ladenfront. Du musst wissen, dass ich erlesene Kostbarkeiten sammle und aus mir zu Ohren kam. Du hättest wertvolle Steine aus Sarandib, Smaragde aus Khorasan und Perlen aus dem Meer, um Al-Hind auf Lager. Solches Geschmeide würde ich ewig in Ehren halten. Nenne mir den Preis, ich werde ihn bezahlen. Also zu Anfang lese ich wie immer alles vor, aber irgendwann höre ich auch auf, wenn das zu viel wird. Ist aber normal bei mir. Man merkt, wie oft ich mich verhaspe. Das ist ein bisschen nervig, aber was soll ich machen? Ja, aber ich würde sagen, dann werde ich hier erstmal die erste... Obwohl, lass uns erstmal nochmal mit denen. Ich muss, weil... Weiß nicht, wie viel Zeit das werden. Ich mache mal ein bisschen Gespräche noch und dann... Mutia, wohin ist dein Lächeln verschwunden? Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Ah, aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die griesgrämigen Winde aus Darwishs Gemächern auszugleichen. Ist er für die dunklen Wolken über dir verantwortlich? Er hat mich angeschrien, mich ein hasenhirniges Balk genannt und nur weil ich ein paar Wachen aufgescheucht habe, die mich genervt haben. Wie harsch. Ich hätte es genauso wie du gemacht. Meinst du, er wird mich wegschicken? Ah, du kennst ihn nicht so gut wie ich, Mutia. Deswegen sage ich nur eins. Darwish mag grob erscheinen, aber er hat ein weiches Herz. Er versucht nur, dich zu beschützen. Und doch ist etwas Vergeltung angebracht. Was können wir tun? Was können wir tun? Ah, morgen, wenn alles ruhig ist, setzen wir uns auf ein Dach in der Nähe und werfen Steine gegen seine Wand, wenn er versucht zu schlafen. Ausgezeichnete Idee. Bis später, Bassem. Wie gemein. Du bist auf dich allein gestellt. Ich will nicht, dass du wütend bist. Ich habe den Auftrag angenommen, also werde ich ihn auch ausführen. Ich bin nicht wütend, Bassem. Ich verstehe nur einfach nicht, warum du deine eigenen Interessen unter die anderer stellst. Du schuldest niemandem etwas außer dir selbst. Vergiss das nicht. Das ist kein Auftrag. Das ist ein Gefallen. Ich arbeite nicht ohne Bezahlung. Es ist halt wie die verborgenen wirklichen Gefallen. Denk an, nicht zu trödeln, ja? Haben Sie sonst noch was über das Verzeichnis gesagt? Oder was Sie damit wollen? Ich sage dir, was Sie mir sagen, Bassem. Wie immer, nur das Nötigste. Warum fragst du? Ich wüsste gern, was es ist, wozu ich meinen Beitrag leiste. Du hast viel dafür getan, ihre Bestrebungen zu unterstützen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Nur ein Wort der Warnung, denn ich tue dies nun schon lange genug. Alle, wirklich alle, die im Schatten arbeiten, tun dies nur, weil sie es müssen. Angesichts drohender Gefahr zum Beispiel. Und dadurch, dass wir an ihrer Seite arbeiten, haben wir die Gefahr an unsere Tür gelockt. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht hineinlassen. Also wie immer halt, ne? Na gut, aber ich würde sagen, dann werde ich hier erstmal die erste Aufnahme beenden. Der Start war so wie immer. Erstmal lernst du, wie man rumläuft.
Was halt wirklich Standard ist. Kennt man ja nicht anders. Jo, und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Mirage. Und dann machen wir den Auftrag der Verborgenen. Bis dann. Ciao, ciao.